dieses Jahr ganz ungewöhnlich für Emma Network. Wir stehen hier bei ETC mit Matthias. Denn hallo. Ihr Servus. Habt uns dieses Jahr eine neue Pulsserie mitgebracht. Apex. Ja, wir stehen hier direkt vor unserer Apex 5. Das bedeutet, wir haben 5 Playback-Master. Wir haben auch eine Version mit 10 Playback-Mastern und mit 20, die Apex 10 und die Apex 20, die sich dann auch nochmal in der Größe von unserem Bildschirm unterscheiden. Unsere Multitouch-Screens mit 4K, genau. Wahnsinn, ja, ich habe schon gesehen, die Hardware macht echt also ordentlich was her. Hier hinten haben wir ja sogar Glas am Start, hier 10 genau, Gigabit. Genau, zweimal 10 Gigabit Glasfaser haben wir hinten. Und drin. Ihr macht Ethernet mit Power over Ethernet mit wie viel Watt? 100 Watt PoE. 100 Watt PoE, genau. In einem Lichtpult. 120 Watt insgesamt. Habe ich nicht kommen sehen. Als ich die Keynote gesehen habe, war ich sehr blown away von der Hardware. Auch was ihr mit den Encodern hier gemacht habt, wie funktioniert das? Genau. Also hier haben wir eben 6 Encoder mit haptischem Feedback. Haptisches Feedback bedeutet, wenn wir zum Beispiel Moving Lights auf unseren Encodern haben und auf unseren Encodern hier wirklich Gobos auswählen, dann können wir auch wirklich das Feedback spüren, dass wir ein Gobo ausgewählt haben. Das heißt, wir können direkt auf die Bühne schauen, spüren hier, ah okay, jetzt ist das Gobo eingerastet. Wenn aber ein linearer Wert drauf ist, also zum Beispiel Pan Tilt, dann habe ich auch wirklich die kompletten freien Drehbewegungen da auf den Encodern drauf. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich habe es schon ausprobiert, muss ich bestätigen. Total geil. Und dann habt ihr auch noch die Encoder hier an der Seite, genau, die ihr euch frei belegen könnt, richtig? Das sind unsere Mini-Encoder, auf die wir auch sehr stolz sind. Die haben alle eine Hintergrundbeleuchtung. Das heißt, wenn wir eben eine Farbe auswählen, also praktisch eine Farbparameter haben, sind die Buttons oder unsere Encoder auch entsprechend beleuchtet, was eben sehr praktisch ist. Wir können auch direkt auf unsere Encoder draufdrücken, um das Parameter auszuwählen, in die Kommandozeile zu bekommen und damit zu arbeiten. Sowohl unsere Mini-Encoder als auch unsere Encoder mit dem taktilen Feedback sind komplett frei belegbar. Mhm. Also ich kann die mit einem Custom Encoder Mapping komplett so belegen, wie ich das brauche und habe hier sehr, sehr viel Platz auch mit dem Touchscreen noch, um dort zu arbeiten. Du hast gerade schon verwendet hier oben, das sieht für mich irgendwie so ein bisschen aus wie ein Stream Deck. Was hat es damit auf sich? Ja, also im Prinzip sehr ähnlich zu einem Stream Deck. Ja. Wir haben hier unsere Target Keys, so nennen wir die, die komplett frei belegbar sind. Mhm. Im Prinzip können wir da alle unsere Direct Selects drauflegen, aber auch Bühnenansichten. Ich habe hier zum Beispiel meine Augmented Ansicht, unsere 3D-Umgebung. Ich kann mir meine Programmierübersichten reinnehmen, mein Encoder Mapping. Also ich kann die sehr, sehr leicht belegen. Kann ich auch sehr gerne mal kurz vorführen. Wir nehmen einfach den Button, den wir editieren wollen, sagen, okay, hier möchten wir jetzt einfach auf diese Leiste Gruppen haben und schon habe ich meine Gruppen hier hingelegt. Funktioniert auch mit Farbpaletten, mit Gobo-Paletten. Da bin ich wirklich sehr, sehr flexibel. Reden wir mal Tacheles, wo wollt ihr mit dem Pult hin? Aktuell kennt man euch aus Theater, man kennt euch vom Broadway, da seid ihr total etabliert. Genau, richtig. Jetzt steht hier ein Flaggschiff vor uns, was also definitiv nicht mehr klein-klein macht, sondern groß hinaus möchte und auch für die Zukunft gebaut ist. Genau, richtig. Wie sieht's aus Richtung EDM und so? Seid ihr da gewappnet? Wollt ihr da softwareseitig auch hin oder wie sieht's also, aus? Wir arbeiten generell und das komplette Feedback von unseren Kunden direkt in unsere Pulte ein. Die Leute, die auf der 2.9er Software gearbeitet haben, arbeiten jetzt weiter mit der 3.1er Software. Die Showfiles sind kompatibel und eben können da direkt weiterarbeiten. Aber eben auch Neukunden wollen wir den Einstieg erleichtern. Wir nehmen das Feedback von unseren Kunden sehr, sehr ernst und haben zum Beispiel Absolute-Effekte integriert, mit denen man auch wirklich auch im Live-Entertainment-Bereich sehr gut arbeiten kann und sind da eben auch jetzt mit unserer Hardware, nicht nur mit der Software, sondern auch eben mit der Hardware für die Zukunft gerüstet. Ich habe schon gesehen, du hast es mir gestern gezeigt. Wir haben bei den Effekten sowohl die Möglichkeit, mit absoluten High-Low-Werten sozusagen zu arbeiten, als auch den step-basierten Workflow, den viele vielleicht jetzt aus der Grandma 3 kennen. Also du musst dich nicht mal festlegen und könntest eigentlich mit beiden Workflows arbeiten. Es gibt lineare rangehen. Es gibt Möglichkeiten, hier eben in unsere Effekt-Engine entweder einen linearen Effekt anzulegen oder also insbesondere dann für Pan-Tilt-Effekte und ähnliches oder eben schrittbasierende Effekte, genau. Da bin ich sehr, sehr flexibel, auch Pixel-Mapping, alles möglich bei uns.
Alright, ja, danke dir für den Überblick über das Pult, aber jetzt zur entscheidenden Frage. Die Leute bei uns sind ja vor allem so ein bisschen familiar mit der MA2 oder 3 und noch nicht so tief vielleicht in eurer Software drin. Wie kann man bei euch loslegen und wenn man dann bei euch losgelegt hat, sag ich mal, zu welchen Kosten kommt man denn ungefähr mal zu seiner ersten Show, bei der man auch DMX ausspielt? Also insbesondere, wenn man Einsteiger ist, vielleicht wenn man noch im Studium ist oder eine Ausbildung in dem Bereich macht, dann hat man bei uns die Möglichkeit, ein Student Package zu erwerben. Das Student Package ist im Prinzip der Einstieg, da hat man den Dongle, man kann die Software frei sowieso bei uns runterladen und ausprobieren. Auch mit Augmented, unserer 3D-Umgebung, mit Programmiertool kann man alles frei nutzen. Wenn ich dann Parameter ausgeben möchte, kaufe ich unser Student Package. Einfach bei uns anfragen, dann weisen wir auf einen Händler weiter, der eben das verkaufen kann. Kostet roundabout 250 Euro und kann dann 2 Universes direkt ausgeben. Top. Also zum Rumspielen, selbe Sache wie beim A, runterladen, ausprobieren, in Augmented basteln. Genau, richtig. Und wenn es dann zur Show geht, entweder irgendwoher Hardware mieten oder das Student Package erwerben. Ja. Für einen ganz okayen Preis, würde ich mal sagen. Ja, ja, danke dir, hat mich gefreut. Vielen Dank. Schön, an dieses Pult zu sehen. Ihr habt euch bei der Hardware wirklich was gedacht und mal was hingestellt, was man so noch nicht gesehen hat im Lichtspace. Und ich bin gespannt, wo es hingeht, softwareseitig mit dem Pult und in welche Bereiche ihr da noch vordringt. Freue mich drauf. Vielen Dank. Danke dir.